Die ältere Generation ist skeptisch, sie sind gebrannte Kinder aufgrund der letzten Jahrzehnte. Aber wenn wir jetzt die jungen Bauern nicht abholen mit neuen Konzepten, ja dann werden wir, sage ich mal, nicht eine junge Generation haben, sondern eine verlorene. Was mir jetzt einmal brutal wehtun hat, ein Kilo Schweinefleisch um 2,79 Euro in Österreich waren Discounter. Mhm. Und das ist das, wo ich mir denke, Wahnsinn, geht es immer nur wirklich um einen Preis. Es ist dringend notwendig und das kann nur ein politischer Auftrag werden, dass sie die Pflanzenbauer mit den Tierhaltern zusammensetzen, dass sie der Umweltbereich, die Klimatologen ebenfalls zu diesem Kreis gesellen. Und dann werden wir Dinge oder Probleme auflösen, über die wir schon lange diskutieren. Wir haben eigentlich nur eine Chance, glaube ich, wenn wirklich der Konsument umdenkt, wenn wir die Menschen so sensibilisieren, dass sie einfach hinschauen, dass sie sagen, mir ist das was wert. Und dann brauchen wir aber im gleichen Ausmaß quasi die österreichische Schweinewirtschaft, die was sagt, und ich bin jetzt auch bereit, auf Tierwohl, auf das alles zu setzen. Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen, und auf diesem Podcast heute trifft es ganz besonders zu. Der richtet sich an alle, die was gern Schweinefleisch essen, die was sich aber auch generell mit dem Thema Schweinehaltung in Österreich auseinandersetzen und vor allem die was das Thema Tierwohl interessiert. Und ich hätte dazu keinen profunderen Gast einladen können wie in Edi Zentner. Er ist Abteilungsleiter für das Thema Tierhaltung in der Forschungseinrichtung Raumberg-Gumpenstein. Gar nicht so weit weg von Schladming, ist heute einmal eine Ausnahme. Du hast heute nicht so eine weite Anreise gehabt, genau. Eine gute halbe Stunde. Und wir von der Landschaft Leben haben ja eine sehr enge Verbindung mit dieser Forschungseinrichtung. Ihr liefert uns extrem viel Know-how. Die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, was wir aufbereiten dürfen, kommen zum Großteil von euch. Ich bin auch als Bauer extrem stolz auf Raumberg-Gumpenstein, und darum freut es mich umso mehr, lieber Edi, dass du heute bei mir da bist. Und euch einen tollen Podcast. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Das Thema Tierwohl in aller Munde, das Thema Schweinehaltung, Vollspaltenboden in aller Munde. Und wir haben gerade im Vorgespräch einen netten Satz eigentlich einmal fallen lassen. Wir haben vor vielen Jahren zur Schweinebranche einmal gesagt, wenn es euch nicht selber mit euch beschäftigt, werden sich andere mit euch beschäftigen. Und ich glaube, das passiert, wenn man irgendwo in Wien auf der Maria-Hüfer-Straße unterwegs ist, wird man mit dem Vollspaltenboden konfrontiert. Man wird mit dem Thema Schwein einfach in den Medien ständig konfrontiert. Und wir wollen heute da einmal einen Blick drauf werfen, wie schaut die Forschung da aus, wie schaut es wirklich in der Realität aus. Und Edi, danke, dass du gekommen bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist. Erzähl einmal ein bisschen was von dir, wer du bist und was du so magst. Ja, danke, Hannes, für die Einleitung. Danke auch für die Einladung daher. Wie du richtig gesagt hast, sehr kurzer Weg, ist mir durchaus sympathisch. Bin am Weg nach Salzburg, da passt es umso besser. Ja, zu meiner Person, ich hoffe, wir haben ausreichend Zeit, aber der Werdegang ist ganz anderer, wie du vielleicht vermuten möchtest. Bin in Irtning geboren, aufgewachsen in Raumberg, also direkt neben der Schule. Habe allerdings vorher komplett einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin gelernter Tischler. War 12 Jahre in dem Beruf tätig. Sag da ganz ehrlich, dass ich den Weg wieder gleich wählen würde, aus mehreren Gründen, aber das ist halt nicht so wichtig. Bin erst 1991 an die Dienststelle gekommen, habe dort als Hilfsarbeiter angefangen. War in dem Bereich, habe dann in Facharbeiter dazu gemacht und ein paar andere Dinge auch. Und bin erst viel später wieder in die Schule gekommen, habe dann Matura nachgemacht im Bereich Landwirtschaft und im Bereich Wirtschaftsinformatik. Und dann war ich 35, wie ich maturiert habe, und dann wollte ich nochmal studieren gehen. Und mit 35 Familie, mit 2 Kindern, ab 35 gibt es kein Stipendium mehr, war leider nicht finanzierbar. Und dann hat sich an der Dienststelle was aufgetan, es ist leider ein Kollege verstorben, viel zu früh. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, diesen Job, sage ich mal, zu bekommen. War damals Techniker im Jahr 2000, und im Jahr 2005 habe ich von dem späteren Direktor Dr. Hausleitner dann die Abteilung übernehmen dürfen, die du gerade vorher angesprochen hast. Es geht in meinem Bereich um Tierhaltungssysteme, Technik und Emissionen im Konkreten. Sehr, sehr spannendes Thema. Versuche das entsprechend auszufüllen mit all den Punkten, die damit behaftet sind. Einige hast du schon angesprochen.
viel unterwegs, vortragsmäßig. Ich glaube, ich habe bis jetzt um die 600 Vorträge gehalten in ganz Europa, aber vieles davon natürlich in Österreich. Aber noch viel mehr versuche ich, jede freie Minute, die ich habe, in der Praxis draußen zu sein, in den Stallungen, bei den Tieren direkt. Und daraus resultieren dann natürlich wieder die entsprechenden Fragestellungen, die wir versuchen, in den Forschungsprojekten entsprechend abzuhandeln. Aus meiner Sicht Wissenschaft ohne Praxishintergrund wenig sinnvoll. Natürlich kann ich mich um irgendeinen Käfer im Peru kümmern, der dort Probleme macht, aber die heimische Landwirtschaft sollte es uns wert sein, dass wir uns wirklich ausführlich mit ihr beschäftigen. Das wird den Tieren gut tun, aber insbesondere auch dem Konsumenten. Ja, da sind wir schon beim Punkt. Bei den Konsumenten, die interessiert das natürlich gerade massiv. Ja. Es ist gerade ein spannendes Thema. Ich habe gerade gestern eine große Veranstaltung in Wien gehabt mit Konsumentinnen und Konsumenten, wo eben das Thema Schwein einfach ständig da ist, der Vollspaltenboden, diese ganze Thematik ständig da ist. Da muss man schon sagen, da ist in den letzten Jahren so ein Bewusstsein entstanden, das sucht seinesgleichen. Also da haben wir andere Tierhaltungssysteme, die was bei Weitem nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie das Thema Schwein. Und ich denke mir vielleicht auch zu Recht. Ja. Es werden ja jeden Tag tausende, Millionen Tiere gemästet, natürlich geschlachtet. Wir essen extrem viel Schweinefleisch, das ist unser liebstes Fleisch. Also es darf auch ruhig im Rampenlicht stehen, es darf im Fokus stehen. Und ich denke, es hat sich seit 1995 auch in der Haltung nicht mehr wirklich was weiterentwickelt. Wenn man mal anschaut, ich als Rinderbauer, was sie da getan hat, im Bereich Tierwohl, was sie da verändert hat, im Bereich der Anbindehaltung. Oder wenn ich nur an die Geflügelstelle denke, was die schärfsten Gesetze inzwischen Europas oder in der EU haben eigentlich, wo einfach mehr Quadratmeter da sind, mehr Licht da ist und, und. Also da hat sich überall was weiterentwickelt. Beim Schwein sind wir irgendwie stehen geblieben. Und natürlich ist jetzt sozusagen der Fokus auf dieses Thema Vollgas gerichtet. Eddie, spannend dein Werdegang. Also das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass du Tischler bist. Ich habe mir Zimmerer gelernt. Ja, da verbindet uns was. Ja, also es ist mit dem Werkstoff Holz extrem schön zum Arbeiten. Und ich glaube, es schaut auch gar nicht, wenn man ein bisschen aus der Praxis kommt. Genau. Wenn man mal was mit eigenen Händen geschaffen hat, sage ich aber, dann hat man einfach zu vielen Dingen einen anderen Bezug. Aber ich habe dich ganz anders kennengelernt, nämlich wirklich als profunden Experten. Du hast für mich so einfach so eine schöne, ruhige Art, ja, wenn du was kommunizierst. Wundert mich nicht, dass du über 600 Vorträge schon gehalten hast. Und umso mehr eben, dass wir dich heute hören dürfen. Edi, steigen wir ins Thema ein. Tierwohl, wir sind eigentlich jetzt zum Reden gekommen. Ihr habt einen neuen Forschungsstall gebaut zum Thema Schwein. Warum ist der überhaupt gebaut worden? Und vielleicht für unsere Konsumentinnen und Konsumenten interessant, warum macht man sowas überhaupt? Warum interessiert man sich? Warum forscht man in der Richtung? Ja, da darf ich, ganz interessante Fragestellung, aber da komme ich jetzt nochmal zurück zu meiner Aussage, dass wir sehr viel, und das nehme ich auch für meine Mitarbeiter in Anspruch, sehr viel in der Praxis draußen sind. Und neben der Tiergesundheit, die wir versuchen da auf den Betrieben zu verbessern, das passiert in der Regel durch die Kontaktaufnahme durch den Veterinär, durch den Betreuenden, geht es natürlich auch um die Problematik, sind Stallungen überhaupt noch genehmigungsfähig? Wir haben in vielen Fällen Anrainerprobleme, die im Zusammenhang mit der Nutztierhaltung stehen. Nicht immer nur ausgehend von einem Stall, sondern auch um die Bewirtschaftung der Flächen, Gülleausbringung und so weiter, ist hier alles ein Begriff. Und aus diesen Problemen heraus kristallisieren sich dann entsprechende Schwerpunkte im Bereich der Fragestellungen. Und eine der größten Fragestellungen aktuell, auch mit einer Vorgabe aus Brüssel, du kennst die NEC-Richtlinie, die alle europäischen Länder jetzt innerhalb der EU schwer beschäftigt, geht es um Ammoniak aus der Landwirtschaft. Und für uns immer, und das ist mir immer wichtig, nicht nur einen Aspekt dieses Problems zu behandeln, also Ammoniakminderung, sondern mein Ansatz war von Beginn weg, wenn ich was verbessern möchte, dann möchte ich es bereits am Tier machen. Das heißt, der Ammoniak ist eigentlich der Geruch, oder? Für einen normalen Menschenhirzer, ja, würde ich es so erklären, oder? Das ist das, was man riecht. So ist es. Und wenn man schon mal in der Nähe vom Schweinestall war, dann würden jetzt viele sagen, es stinkt, oder ja, wir sagen vielleicht, es riecht halt strenger oder intensiver. Aber das ist eigentlich ein Thema, was die ganze EU beschäftigt. Ja, genau. Ganz wichtig, Ammoniak ist eben das Leitgas aus der Landwirtschaft. Das ist eben in höheren Konzentrationen ist es dann auch das, was sie bei der menschlichen Nase irgendwie niederschlägt, logischerweise. Aber ganz wichtig ist zu wissen, dass das eine massive Auswirkung haben kann auf die Tiergesundheit.
aufgenommen über den Respirations-, also über den Atmungstrakt, hat das natürlich entsprechende negative Auswirkungen ab gewissen Konzentrationen. Und der Ansatz oder der Forschungsstall, der bei uns gebaut worden ist, auf Initiative vom Landesrat Seitinger, hat zuerst einmal völlig einen anderen Hintergrund gehabt, nämlich die Feinstaubdiskussion. Man hat festgestellt, dass die sogenannten sekundären Partikel zu einem Gutteil aus der Landwirtschaft stammen. Man hat aus Messungen heraus bei den Samplern festgestellt, dass im städtischen Bereich bei den Samplern durchaus Partikel zu finden sind, die direkt aus der Landwirtschaft kommen. Feinstaub wird über tausende Kilometer transportiert, deshalb findest du das natürlich auch im städtischen Bereich, keine Frage. Okay, und, das ist auch neu für mich. Ja, also Feinstaub wird über tausende Kilometer transportiert. Okay. Saharasand. Ah ja, stimmt. Genau. Ja, typisches Beispiel. Den merkst du natürlich von der farblichen Gestaltung her, aber den normalen Feinstaub, den merkst du ja so nicht. Er ist allerdings messbar. Ja. Mhm. Er ist im Tierbereich genauso messbar wie im Außenbereich. Wir verfügen auch über entsprechende Technik dazu. Ganz wichtig ist jetzt, dass dieser Feinstaub nur entsteht unter gewissen meteorologischen Bedingungen. Also Ammoniak wird dann umgewandelt in diese sogenannten sekundären Partikel. Und man wollte von politischer Seite her wissen, mit welchen Maßnahmen kann ich, sage ich mal, diesen Feinstaub reduzieren. Und wenn er aus dem Ammoniak entsteht, wie kann ich das Ammoniak reduzieren, das eben aus der Schweinehaltung kommt. Das war der Ansatz für den Schweineforschungsstall, der ausgestattet ist mit 3 Abluftreinigungsanlagen. Und wenn ich sage 3 Abluftreinigungsanlagen, dann hat das die negative Begleiterscheinung, dass die Tiere, sage ich mal, von dieser Technik nicht profitieren. Im Tierbereich ändert sich gar nichts, weil diese Technik hier nur abluftseitig wirkt. Das heißt, eigentlich Abluftreinigung heißt, es sollte heraus nicht mehr, sagen, ich sage es jetzt so einfach, weil da kann sich jeder was wahrscheinlich nicht mehr stinken. Ja. Das wäre das Ziel. Aber für die Schweine im Stall selber, so ist es. Die haben natürlich den Geruch und vielleicht die, was sie jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben, wir haben ja seit gut 1995 in Österreich oder sagen wir wahrscheinlich weltweit großteils die Systeme der konventionellen Landwirtschaft des Vollspaltenbodens. Da muss man das so vorstellen, ein Schwein ist grundsätzlich ein sehr reinliches Tier, aber wenn das jetzt sozusagen seine Ausscheidungen tätigt, in Urin und in Kot, dann fällt das quasi direkt unter dem Platz, wo es steht und schläft, in einen Güllegruben oder Güllekeller, so sage ich es einmal. Güllekanal. Und das verursacht relativ starke Emissionen, starken Geruch. Nur so ein bisschen als Hintergrund, warum das man überhaupt in die Richtung forscht, dass eigentlich der Feinstaub der Auslöser war, war mir nicht bewusst. Eine spannende Information. Aber eben, es geht jetzt nicht nur um das, dass quasi mit den Abluftreiniger die Luft für uns Menschen reingewaschen wird, sage ich einmal, und sauber wieder riecht, sondern da geht es auch um viel mehr, oder? Dass es eben für die Tiere auch anders wird. Das ist die eine Geschichte. Wir haben den Stall allerdings bereits in der Planung dann so ausgeführt, dass wir weiterführende Untersuchungen machen können. Und die Untersuchung für die Abluftreinigung hat 2 Jahre gedauert. Der Abschlussbericht ist draußen. Und wir haben bereits unmittelbar darauf, also einen Monat später dann begonnen mit emissionsmindernden Maßnahmen im unmittelbaren Tierbereich. Und das betrifft die Fütterung. Im Bereich der Fütterung gibt es ein irrsinnig großes Potenzial im Hinblick auf die Emissionsminderung. Du darfst dann auch nicht vergessen, dass wenn wir im Tierbereich was reduzieren, das natürlich auch eine positive Außenwirkung hat. Erzähl mal kurz, wie wird ein Schwein gefüttert? Was frisst ein Schwein bei uns in Österreich? Also in der Regel, bekommt das Schwein ausschließlich Getreide in der Fütterung. Logischerweise über automatische Fütterungsanlagen. Die Rationen sind durchgestylt und durchgestaltet. Das ist sehr vereinheitlicht, sage ich mal, mit wenigen Unterschieden. Aber innerhalb der Schweinewirtschaft in Österreich und in Europa gibt es kaum irgendwelche wesentlichen Unterschiede. Mit Ausnahme möglicherweise von der Gestaltung des Magerfleischanteiles, das kennst du, also der MFA-Anteil ist in den europäischen Ländern durchaus unterschiedlich. Daraus resultieren wieder unterschiedliche Anforderungen an die Rationsgestaltung. Aber wir haben zum Beispiel auch das Soja aus Übersee 3 als Eiweißkomponente. Ja. Das ist ein Bestandteil, der uns durchaus Kopfzerbrechen macht, jetzt gar nicht so in unserem Bereich betreffend der Diskussion mit Übersee und Rodungen von Urwald und so weiter in Südamerika, sondern man muss wissen, dass dieses Soja, also diese Eiweißkomponente, genau der Treiber ist für die Emissionen und natürlich auch für die Emissionen. Das heißt, dieses Soja verursacht da dann einen Gestank, oder? Also man muss wissen, dass das Schwein in der Lage ist, diesen Sojaanteil ungefähr zu einem Drittel im Körper umzusetzen. Ja?
und zwei Drittel verlassen den Körper wieder über Kot und Harn. Aha. Und sobald diese Komponenten dann wieder, wie du vorher gesagt hast, in der Gülle aufeinandertreffen, dann entsteht daraus Ammoniak. Das Enzym Urease produziert eben den Ammoniak. Und je weniger Eiweiß du in der Ration hast, umso weniger Ammoniak hast du dann im Stall. Also die Dinge, die du wahrgenommen hast über das Brennen in den Augen und so weiter, das hat durchaus mit der Rationsgestaltung zu tun. Ja. Na, spannend. Das heißt, die Fütterung, der Eiweißgehalt in der Fütterung hat einen Einfluss, ob es nachher mehr oder weniger Ammoniak gibt oder mehr oder weniger Geruch. Ja. Feinstaub natürlich dann auch, oder? So ist es. Also hochinteressant. Und nur ein Drittel von dem Gefütterten Soja wird quasi vom Körper aufgenommen. Ja, genau. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Nicht? Natürlich hast du dann diesen sogenannten Stickstoff auch wieder in der Gülle oder im Wirtschaftsdünger, der ja durchaus auch gewünscht ist. Aber wenn Soja die teuerste Komponente ist in der Ration, dann würde ich jetzt aus meiner Intention heraus, sage ich mal, die Forschung ganz gezielt darauf lenken, wie kann ich den Sojaanteil gestalten, wo das Tier am meisten dann im Körper vielleicht auch von der Genetik her umsetzen könnte. Mhm. Also wenn man Schweinehaltung neu denkt, dann sollte man vielleicht nicht nur an die Haltung denken, sondern vielleicht durchaus auch an andere Genetiken. Jetzt bringe ich aber gleich was ein, was mir wirklich am Herzen liegt. Der einzelne Bauer und der einzelne Landwirt wird sich kaum mit dem beschäftigen können, sondern das ist eine rein wissenschaftliche Frage. Und dahingehend wird es notwendig sein, dass wir in Österreich und auch europaweit alle Kräfte bündeln. Weil das sind die tatsächlichen Fragestellungen der Zukunft. Ja. Aber Edi, du bist, glaube ich, profunder Kenner der Szene. Erzähl uns einmal ein bisschen was, und jetzt müssen wir ein bisschen abschweifen, wie schaut momentan weltweit das im Bereich der Schweine aus, die Entwicklung? Ich erzähle das ja auch gern bei meinen Vorträgen, die Größenverhältnisse. Kannst du da was sagen dazu? Du hast ja einen Blick wahrscheinlich auf Europa. sind wir da in Österreich, sind wir da die ganz großen Massentierhalter im Vergleich oder von der Dimension? Ich sage, bei uns ist einer mit 2000 Mastschweinen schon richtig groß. Wie schaut es da europaweit aus und wie denkt da die Welt momentan über das Thema? Du bist ja da voll drin in der Szene. Ja, ich habe da vorher mitgeteilt, wir beschäftigen uns ja nicht nur forschungsseitig mit der Tierhaltung, sondern wir sind auch Teil von Gerichtsverhandlungen bis zu den Höchstgerichten. Und wenn ich dann von der Anrainerschaft mitgeteilt bekomme, dass ein Stall mit 200 Schweinen eine Massentierhaltung ist oder eine industrielle Tierhaltung, dann das muss man einfach verziehen werden, aber da kommt man das Schmunzeln logischerweise nicht. Weil wenn man mitbekommt, was sich da weltweit auftut momentan, China braucht man gar nicht reden, also dort entstehen ja Stallungen im sechsstelligen Bereich. Nehmen wir nur das benachbarte Deutschland her. Dort ist der größte Mastschweinestall momentan mit der Größenordnung von über 200.000 Tieren. Ja, das haben wir auf den ganzen Bundesländern gar nicht. Ja, was dort ein Stall hat. Ja. Und in der Regel betreiben diese Stallungen keine Landwirte mehr, sondern das sind halt irgendwelche Investments, die da passieren. Absolute Konkurrenz sogar zur Landwirtschaft. Ja. Aber ich möchte vielleicht noch was sagen zu der Thematik Vollspalten, den du vorher angesprochen hast. Der hat sich über Jahrzehnte etabliert, nicht nur in Österreich, europaweit, sogar weltweit, überhaupt keine Frage. Ich habe mir diesbezüglich auch einiges angeschaut, insbesondere auch Dänemark und so weiter, das ja von der Produktion her, sage ich mal, umgerechnet auf die Bevölkerung durchaus führend ist in Europa. Ich glaube, sechsmal so viel produzieren sie, was sie selber essen, oder? So ist es, also durchaus ganz massiv im Export. Aber die zentrale Frage ist ja damit unmittelbar konfrontiert, was wäre denn passiert, wenn Österreich diesbezüglich, sage ich mal, das nicht mitgemacht hätte? Wir stehen ja in unmittelbarer Konkurrenz, sage ich mal, unsere Landwirte jetzt auch zur ausländischen Produktion. Du kennst die Geschichte besser wie ich, was da in den Regalen, sage ich mal, im Handel passiert, was dort für ihre Produkte liegen. Unsere Landwirte hätten dort nicht mithalten können, hätten sie nicht gleich produziert, zumindest gleich produziert. Weil die umwelttechnischen Auflagen, die sind in Österreich mit Sicherheit höher als wie sonst irgendwo in Europa, keine Frage. Das hat natürlich mit zu sich oder mit sich gebracht, dass sehr, sehr hohe Anteile im Bereich der Schweinehaltung auf Vollspalten stehen. Das haben wir natürlich auch im Rinderbereich noch aktuell überhaupt keine Frage. Dort haben wir viel Gülle noch direkt unter den Tieren. Dort tut sich derzeit viel in der Diskussion, aber durchaus auch teilweise im Forschungsbereich. Dort sind wir auf der Suche oder in der Vorbereitung von neuen Projekten. Aber jetzt im Schweinebereich steht die aktuelle Diskussion mit Tierwohl an. Und was mich
wirklich schwer bestürzt ist die Situation, dass jetzt bereits einzelne Landwirte wieder in den letzten Jahren versucht haben, da neue Konzepte zu bauen und umzusetzen, ohne dass die jemals für irgendwen untersucht worden sind. Rein nur aus dem Druck heraus, der jetzt da entstanden ist. Wir haben probiert oder zumindest versucht, da ein bisschen positiv einzuwirken. Wir haben den Stall in der Südsteiermark gemeinsam angeschaut, am Betrieb Neuholt, genau. Der für mich durchaus beispielgebend sein könnte, von der Haltung her. Lagersberger, glaube ich, ist das, gell? Betrieb Neuholt in Leitersdorf. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Man muss allerdings logischerweise wissen, dass der natürlich einiges mehr an Kosten verursacht. Die Kosten derzeit nicht gedeckt sind, wenn die Fördermittel hier entsprechend ankommen worden sind, aber einer Deckelung unterliegen. Das heißt, für die breite Masse wird so ein Stall momentan nicht lukrativ sein und auch nicht umsetzbar sein. Völlig undenkbar. Aber für mich wäre eben wichtig, und da war die Aussage von dir vorher sehr treffend in der Einleitung, beschäftigt sie die Schweinehaltung mit sich selbst oder sonst beschäftigen sie andere mit der Schweinehaltung. Für mich ist immer ganz entscheidend, wie sie die einzelnen Wirtschaftszweige aufstellen. Und wenn ich mich forschungsseitig nicht selbst damit beschäftige, ja, dann habe ich eigentlich eh schon verloren. Und ich kann nur den Hut ziehen von jungen Landwirten, die jetzt da schon vorgeprescht sind und Tierwohlstallungen im Bereich der Schweinehaltung bereits gebaut haben, mit all den Problemen, die damit behaftet waren, nach der Inbetriebnahme, die wissen wir. Wir waren teilweise dann im Nachhinein auch begleitend und auch messtechnisch mit dabei. Wir haben versucht, dort einiges zu verbessern. Und aus diesen ersten Problemen ist dann dieser Stall entstanden, auch bei der Familie Neuholt, wo wir versucht haben, dann die Kühlung mit zu integrieren, eine Staubminderung mit zu integrieren, weil, ich sage mal, logischerweise, wenn mit Stroh gearbeitet wird, das sich sehr positiv anhört, natürlich absolut negative Umweltaspekte mit einhergehen, sind wir wieder im Bereich des Feinstaubes, der nicht nur BMC-Partikel enthält, sondern absolute Feinststaubpartikel, die kleiner sind als PM2,5, also wirklich durchmarschieren in die Lunge. Ja. Und da geht es nicht nur um die Tiergesundheit, sondern es geht natürlich auch um die Gesundheit im Humanbereich für das Personal, das in den Stallungen tätig ist. Und wenn du dann all diese Maßnahmen integrierst in diese neuen Haltungssysteme, die von der Öffentlichkeit her durchaus gewünscht oder auch gefordert sind, insbesondere vielleicht auch vom Handel her, dann entsteht natürlich eine völlig andere Preissituation. Mhm. Und auf die Preissituation sollte dann hoffentlich entsprechend reagiert werden, weil sonst wird das nicht die große Masse werden. Ja. Aber sollte das nicht eh passieren? Ich denke mal, wir reden über den Klimawandel, wir sozusagen importieren Soja von Übersee. Ich meine, ich finde das total spannend, wie sich die EU da ausgerichtet hat. Man importiert Futtermittel von Südamerika, produziert Schweine. Und natürlich die Ausscheidungen und den Dreck sozusagen in Deutschland, in Spanien, in Dänemark etc. Und dann transportiert man dieses Fleisch wieder weiter nach China. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Edi, aber je länger ich bei Landschaft leben bin, umso mehr, muss ich als Bauer sagen und auch als Obmann von Landschaft leben, wir als Einzelne sind da eigentlich in ein System eingewoben, ja, muss wirklich so sagen, wo ganz viel in der Landwirtschaft verdienen, aber wo es überhaupt nicht mehr um den Bauern geht. Und auch nicht ums Tier und um den Konsumenten, sondern ich sehe da einfach, da sind Kapitalflüsse in Bewegung, wo wir als Einzelne, und auch nicht der Konsument, der hat nirgendwo was davon, sondern da verdienen Großkonzerne, die was nirgendwo in der Öffentlichkeit stehen, die verdienen da richtig Kohle mit so einem System. Ja? Das ist über Jahrzehnte aufgebaut worden und keiner hinterfragt das, was wir da eigentlich dann. Weil das ist ja völlig sinnbefreit, dass wir von einem Erdteil der Erde ja, zum nächsten die Nährstoffe transportieren. Da bleibt das dann wieder alles da, die Ausscheidungen, dann transportieren wir das Fleisch weiter. Also da, und eigentlich müsste das Fleisch ja wirklich auch teurer werden, weil dann haben wir mal das Tierwohl-Thema wahrscheinlich gelöst. Wir lösen viele klimatechnischen Fragen, ja. Und der Bauer hätte auch ein schönes Leben und vor allem ein besseres Image. Ja. Also das ist natürlich jetzt sehr komplex, ja, und sehr einfach jetzt ausgedrückt. Ja. Aber ich muss schon sagen, je mehr und je länger ich dem da reinschaue in das System, umso mehr komme ich drauf, alter Schwede, wir werden da richtig verarscht, ja. Aber richtig, ja. Und ich habe es noch nicht ganz durchblickt, ja. Da fällt man vielleicht noch einige Jahre, aber profitieren tut nicht der Bauer, nicht das Land, nicht, sondern einzelne Konzerne profitieren da. Und die sind nicht in Österreich, die Konzerne, ja. Auch nicht die Umwelt, das muss man immer mit im Fokus haben, ja. Genau. Weil die Umwelt ist im Wesentlichen in Österreich die Landwirtschaft, ja. Und wenn man die sinkenden Zahlen anschaut im Bereich der Landwirtschaft, sage ich mal, dann muss man wirklich aufpassen in Zukunft,
wo da die Reise hingeht. Ja? Weil wenn wir weiterhin versuchen werden, dass wir uns da etablieren am weltweiten Markt, dann werden wir wahrscheinlich scheitern mit der Kleinstrukturiertheit, die wir in Österreich haben. Wir haben allerdings, glaube ich, auch eine Riesenchance, weil, du hast es gerade richtig angesprochen, je mehr oder je länger du da drinnen bist, umso mehr Einblicke kriegst du. Und wenn du versuchst, alle Aspekte, und das versuchen wir aktuell auch in unseren Forschungsprojekten, den Umweltbereich, den Tierbereich, den Humanbereich, den veterinärmedizinischen Bereich vielleicht in neue Konzepte zu verpacken, dann wird man irgendwann draufkommen, dass sie die gewisse Dinge nicht ausschließen oder gegeneinander prallen da in der Thematik, sondern durchaus ergänzen und dass da Synergien entstehen. Mit diesen neuen Haltungssystemen haben wir auf einmal die Situation, dass wir kaum mehr Energie verbrauchen. Ich habe kein Lüftungssystem mehr. Ich habe keine Probleme mehr, wenn der Strom einmal oder die Energie ausfällt, ja, sondern der Stall läuft ganz einfach weiter. Ja. Die Tiere werden nichts merken davon. Wir hätten durchaus die Möglichkeit, in Österreich oder da in Zentraleuropa Eiweißträger selbst, sage ich mal, zu produzieren. Ich denke nur an die Fruchtfolge, die vielleicht eh sowieso notwendig ist. Nur es hat niemand untersucht. Ich habe einmal versucht, im Mastgeflügelbereich das Soja zu ersetzen mit Actibrot. Kennst das Nebenprodukt aus der Rinderhaltung, das da verfüttert wird, resultiert aus der Bioethanolerzeugung. Du wirst es nicht für möglich halten, aber das Ammoniak ist in den ersten Durchgängen um 40% nach unten gegangen, bei gleichbleibender Zunahme. Also es hat sich für die Tiere überhaupt nichts verändert. Wir haben nur das Problem, dass wir die Mengen und die Qualitätsanforderungen derzeit nicht erfüllen, aber alternative Eiweißträger würde es mit Sicherheit zur Genüge geben, wenn wir sie produzieren würden. Ja, aber warum tun wir das nicht? Ich verstehe das nicht. Warum hat da keiner den Mumm oder irgendwo, jetzt bist du der oberste Forscher, die Bauern ja alle einmal nur mit dir reden und dann ist die Expertise da. Also ich verstehe das einfach nicht. Warum trifft man diese Entscheidungen nicht? Na, weil es keine, wir sollten sagen, auch keine wissenschaftliche Zusammenschau gibt in Österreich. Über die Disziplinen hinweg, und das wäre, glaube ich, der wichtigste Ansatz überhaupt. Es ist dringend notwendig, und das kann nur ein politischer Auftrag werden, dass sie die Pflanzenbauer mit den Tierhaltern zusammensetzen, dass sie der Umweltbereich, die Klimatologen ebenfalls zu diesem Kreis gesellen. Und dann werden wir neue Konzepte entwickeln, die auf einmal Dinge oder Probleme auflösen, über die wir schon lange diskutieren. Also die Möglichkeit wäre gegeben. Und wenn ich sage, die Politik ist da ein bisschen gefordert, dann muss man ganz klar ansprechen, wir haben ja einige Forschungseinheiten in Österreich. Da spreche ich insbesondere auch die heimischen Universitäten an, also BOKU und WETMED. Und wenn es einen klaren Auftrag der Politik gibt, neue Konzepte, sage ich mal, zu etablieren, dann müssen sie die zuständigen Personen aus diesen Einheiten finden. Und dann wird es auch diese neuen Lösungen geben. Ja. Das heißt, aktuell, man kann es ja als Laie wahrscheinlich überhaupt nicht glauben, ja, und das ist ja kaum vorstellbar, aber da wird nicht mehr geredet miteinander, weil ich finde ja das auch faszinierend, die sitzen bei den Ackerbauern, die sudern mich voll, die jammern mich voll, das Jahr ist ein bisschen besser, aber die letzten Jahre Katastrophen, wo ich mir denke, ja, hallo, dann produzierst du bitte das, was wir in Österreich für unsere Tiere brauchen. So ist es. Und das tun wir aber dann nicht. Und anscheinend, was du das jetzt erklärst, weil einfach nicht geredet wird miteinander. Das muss man leider so stehen lassen. Ja. So tragisch sie die ganze Geschichte anhört, aber aus meiner Sicht stellt sie das so dar. Es gibt viele Einzelplayer, viele Spezialisten in den einzelnen Bereichen, aber diese Synergien, die sind derzeit nicht vorhanden. Ich habe vorher gesagt, wir versuchen eben bei diesen neuen Stallungen, die wir jetzt da geplant, gebaut und untersuchen, da viele Disziplinen mit zu integrieren. Das gelingt uns aktuell sehr gut. Vor 10 Jahren wäre es undenkbar gewesen, einen Tierwohlstall irgendwo in der Nähe von einem Wohngebiet zu errichten, weil er vom Zahlenwerk, das bis jetzt vorgeherrscht hat, von der wissenschaftlichen Seite her extrem negativ behaftet war. Vom Geruch und vom Ammoniak her. Jetzt gibt es völlig neue Erkenntnisse und jetzt kommt man drauf im Zuge dieser Untersuchungen, dass es Stallungen geben kann, wo die Emissionen nicht höher sind, als wenn ich Abluftreinigung integriere. Ja. Zu dem Tierwohlstall der Familie Neuhold, was sind da eigentlich Erkenntnisse hier? Du sagst, da habe ich ja schon die Emissionen bei den Schweinen nicht mehr. Ja. Wenn ich jetzt nur mal bei den Emissionen bleibe, und wie viel weniger Emissionen hat dann so ein Stall? Ihr werdet es ja gemessen haben. Kann man das in Prozent ausdrücken? Also wir sind aktuell noch in den Messungen, das Projekt ist nicht abgeschlossen. Wir untersuchen noch ein gutes halbes Jahr. Jetzt insbesondere auch die Geruchsmessungen im Außenbereich beginnen dann zu laufen. Über Fahnenmessungen, die da durchgeführt werden.
Ich gehe persönlich davon aus, aufgrund der ersten Ergebnisse, dass derartige Stallsysteme um 80% weniger emittieren als wie ein bisheriger Warmstall für Spalten auf Güllebasis. 80% weniger mal für die Umwelt, für die Menschen, aber auch 80% weniger für die Tiere. Das ist mir der wichtigste Ansatz dahinter, weil wir könnten uns eh mit der Abluftreinigung beschäftigen, auch bei den kleinen Strukturen in Österreich. Aber wenn das Tier nicht profitiert, dann wäre es aus meiner Sicht eine völlig falsch aufgelegte Untersuchung oder ein völlig falsches Projekt geworden. Ja. Wenn ich jetzt ein Schweinebauer wäre und ich höre den Podcast oder ich hätte irgendwann schon mal davon gehört, dass es Raum bei Kumpensteuer in Österreich gibt, die müssen da ja eigentlich die Tiere reinrennen, oder? Wie ist das? Wie reagieren die Schweinebauern, die Schweinebranche jetzt auf diese Ergebnisse? Jeder weiß, Image katastrophal bei den Schweinebauern, traust du ja schon teilweise gar nicht mehr sagen, dass du einer bist. Neubauten haben wir so gut wie gar keine mehr in Österreich. Ja. Jeder weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Wie ist das? Stehen die bei dir halt Schlangen und sagen, Edi, was tun wir? Wie machen wir das? Wie reagiert die Branche drauf? Also vortragsmäßig gibt es ein Rieseninteresse, auch was einzelne Anfragen gibt von Landwirten. Es ist ja der Forschungsstall in Leitersdorf massiv überfüllt mit Exkursionen. Also das Interesse ist da aus der Praxis. Die Standesvertretung wäre aus meiner Sicht eine schlechte, wenn sie nicht skeptisch wäre und die Ergebnisse abwarten würde. Und mit den Ergebnissen geht es dann natürlich auch um die Frage, wie schauen in Zukunft die Förderungen aus für derartige Stallsysteme. Das ist dann die zweite Komponente. Also sind die Ergebnisse positiv und von denen gehen wir momentan einmal aus. Geht es dann um die Frage, wie stellt sich jetzt dann die Politik darauf ein mit der Standesvertretung, damit man solche Systeme dann wirklich in der Breite etablieren kann. Weil ohne Selbstvermarktung wirst du derartige Systeme nicht stemmen und nicht umsetzen können. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Mhm. Außer, und jetzt komme ich wieder zur ausländischen Situation, ich bin ja durchaus einige Male in der Schweiz gewesen, nicht nur vortragsmäßig, sondern auch in Stallungen. Die Schweiz hat nicht nur umwelttechnisch völlig neue Vorgaben, sie hat im Schweinebereich die gesamte Genetik umgestellt. Aber noch viel wichtiger ist der Aspekt, der euch insbesondere mit eurer Initiative betrifft. Beim letzten Besuch in der Schweiz war der Schweinepreis am gleichen Tag um das Dreifache höher wie in Österreich. Dann kann ich neue Systeme natürlich etablieren und teure Stallungen bauen und errichten und in Betrieb nehmen. Aber mit der österreichischen Situation momentan ist es absolut undenkbar. Das muss man ehrlicherweise da ganz klar dazu sagen. Ja, ja, ich glaube, dass natürlich werden jetzt alle sagen, ja, die Schweiz hat es einfach, weil die haben geschlossene Grenzen, die Zölle, die können das alles steuern. Stimmt sicher. Auf der anderen Seite sage ich mal, klar, wie, dass wir inzwischen schon ein Bewusstsein haben in Österreich bei den Konsumentinnen und Konsumenten für Österreich. Also das hören wir auch vom Lebensmittelhandel ganz massiv. Weniger aus der Gastronomie. Da haben wir heuer gehört, heuer ist ganz massiv spanisches Schwein eingesetzt worden, deutsches Schwein, weil es einmal vielfaches billiger war für einen Gastronomen wie ein österreichisches Schwein. Da fehlt uns die Herkunftskennzeichnung. Und natürlich, was ich immer wieder gefragt werde, bei jedem Vortrag, natürlich, wo sind wir besser als wir der Rest der Welt? Und beim Schwein muss ich ja fairerweise sagen, da tue ich mir schwer, zum sagen, wo ist jetzt ein Schweinestall in Österreich besser wie einer in Spanien unten oder in Deutschland? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich den Antibiotika-Einsatz, da habe ich von dir gehört. Ja, ja. Spanien setzt massiv mehr Antibiotika in der Schweinehaltung ein. Kannst du eine Zahl dazu sagen? Kann man das irgendwo erwähnen? Ja, die Zahl, was an den Antibiotika-Verbrauch rückgerechnet auf ein Schwein, der ist im Süden, insbesondere in Spanien, um das Dreifache höher wie in Österreich. Und das Dreifache höher. Und wenn man weiß, und da darf ich jetzt Aussage zitieren von einer Humanmedizinerin, die uns im Zuge einer großen Tagung, wo es um Antibiotika-Einsätze im Human- und im Veterinärbereich gegangen ist, wenn ich die Aussage zitieren darf, die Humanmedizinerin hat uns mitgeteilt, dass der Veterinärbereich in Österreich der Humanmedizin um 10 Jahre voraus ist, was den Einsatz und die Dokumentation der Antibiotika betrifft. Das sollte uns zu denken geben, nämlich jetzt in Richtung Humanbereich. Ja. Das heißt, bei den Tieren ist schon früher ein höheres Bewusstsein da zum Thema Antibiotika-Einsatz wie bei Menschen. Wenn du jemals Antibiotika brauchst im privaten Bereich, dann wirst du wissen, dass nichts dokumentiert wird. Mhm. In keinem Bereich. Im Veterinärbereich und im Nutztierhaltungsbereich sehr wohl. Da kennt man die Verbräuche, weil sonst hätten wir ja die Zahlen nicht. Aber wenn wir wieder zurückkommen auf den Süden und Spanien und so weiter, dann ist natürlich der Antibiotikaverbrauch natürlich auch verbunden mit der Haltung der Tiere jetzt im negativen Sinne. Ich setze Antibiotikum nicht zum Spaß ein, das ist ja auch eine sehr teure Komponente,
sondern weil die Tiere Probleme haben in diesen Stallungen, die gesundheitlicher Natur. Und das bedeutet für mich, wenn ich dort einen schwer erhöhten Verbrauch habe, dann geht es den Tieren dort um viele schlechter. Und wenn man jemals Bilder oder Videos gesehen hat aus Russland oder aus anderen Bereichen, wenn das die Konsumenten mitbekommen würden, dann greift in den Regalen niemand mehr dorthin, das darf ich dir garantieren. Aber das schaffen wir halt auch nicht, ja. Ja, weil das ist ja genau unser Problem. Wenn ich da mit den Großhändlern rede und ich muss da einige Echter, denen ist das nämlich wirklich egal, die importieren mit Freude spanisches Schweinefleisch und bewerben es noch in die Flugblätter um einiges billiger natürlich wie österreichisches. Beziehungsweise, wie man letztens ein Hotelier gesagt hat, sagt er, ja, meine Familie messen, die sehen nicht, was wir da für die Gäste kaufen. Ja. Ja. Und da ist schon, da muss ich langsam sagen, ich wäre ab und zu echt grantig hierzu, ja. Weil wir uns einfach gegenseitig sowas veranlegen die ganze Zeit. Ja? Und keiner ist jeder, ja, ich meine, du weißt es wenigstens, aber wie bringt man das wirklich an die Öffentlichkeit? Ja? Weil wir dann ja alle so, wie wenn es alles wurscht war. Ja? Mhm. Aber es geht um unsere Gesundheit und dann wundern wir uns, wenn die Menschen krank werden, wenn wir irgendwo Probleme haben. Es hängt halt so viel mit der Ernährung zusammen. Ja? Und ich war ja auch bei einem Vortrag, wo es um dieses Antibiotika gegangen ist. Und wenn du dann hörst, wie das auch auf den eigenen Körper wirkt, ja, Auch wenn natürlich Rückstände eingehalten werden müssen und. Aber da gehört ja ganz anderer Lösungsansatz her. Vielleicht sollten wir mal die Videos veröffentlichen. Edi, sprichst du es mir zu und ich teile es. Ich glaube, wir brauchen die Videos gar nicht unbedingt, weil es gibt die Fakten und ganz, ganz harte Zahlen zu der ganzen Thematik. Und so leidig das ganze Thema momentan um Corona ist, es hat uns ja auch gezeigt, wie das Verhalten des Konsumenten ist. Man hat ja mitbekommen, dass die Verbräuche im Bereich Fleisch und so weiter mit der Schließung des Gasgewerbes ja nicht rückläufig waren. Ja, das bedeutet ja nichts anderes, dass da kaum auf heimisches Fleisch zurückgegriffen wird. Das ist ja mehr als wie augenscheinlich. Da brauche ich ja gar keine Belege mehr dafür. Schön, dass du das sagst. Ja, ich bin ja selber Konsument, bitte. Yeah. Wenn ich im Schweinestall bin und da die Tiere beobachte, ich bin ja im Geflügel- und im Rinderbereich unterwegs, aber das ist ja das, was ich zu mir nehme. Ja? Das ist ja das, was ich konsumiere, auch meine Kinder und meine Enkelkinder, hoffentlich. Ja? Würde ich mir ja wünschen. Also eins darf ich dir garantieren, mit den Erfahrungen, die ich habe, ich greife kein ausländisches Fleisch an. Ja? In Österreich weiß ich, dass das passt. Ja? Ich habe auch meine Nahversorger, die ich habe, wo ich mein Rindfleisch herkriege, weil ich nicht mag, dass da die Viecher hunderte Kilometer transportiert werden zur Schlachtung. Ja, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ich bin dafür, dass man in Zukunft nur noch regional schlachtet, gerade in unserem Bereich auch da herum, und die Tiere nicht nach Graz bringt. Ich halte das für absolut verwerflich aus Sicht der Tiere. Aber ich muss noch mal zurückkommen jetzt zur Schweizer Geschichte, die wir gerade vorher angesprochen haben. Ja, weil, ich sage einmal, was dann in der Schweiz schon augenscheinlich wird, wenn du dann auf deiner Vortragsreise bist und du bleibst auf der Autobahn bei einer ganz banalen Autobahnraststätte stehen und du schaust dir die Karten an, was gibt es zum Essen, dann ist dort deklariert, wo das Schnitzel herkommt. Natürlich kostet das Schnitzel dort 25 Franken, überhaupt keine Frage. Ja? Aber da steht drauf, in der Autobahnraststätte, wo das Fleisch herkommt. Und jetzt muss ich da ganz einfach die Frage stellen, aus Sicht eines Konsumenten, warum? An was scheitert das in Österreich? Weil wenn da oben stehen würde auf der Speisekarte Spanien oder Italien oder Russland oder was auch immer, glaubt man das, zwei Drittel der Konsumenten würden das nicht bestellen. Das ist einmal völlig klar. Und es wäre dann natürlich unsere Aufgabe, da ergänzend einzuwirken, wie tatsächlich die Tiere dort gehalten werden. Ja. Genau. Das also ich könnte aus sein. Russland Dinge erzählen, die sind wirklich nicht für die Kamera geeignet, aber es ist erschreckend im Sinne der Menschlichkeit, was dort passiert. Erzähl einmal. Nein, das mag ich, das darf ich da nicht sagen, weil ich mag auch keine Repressalien dann in Richtung meiner Familie, weil man weiß, wem die Stallungen dort gehören im Osten und so weiter. Aber es ist erschütternd. Aber ja. Importieren wir auch von zum Beispiel von Russland Schweinefleisch nach Österreich? Hast du eine Garantie? Also mit absoluter Sicherheit findest du es in Österreich wieder. Ja. Okay. Aber ich rede nicht nur von Russland, sondern... Du möchtest nicht einmal spanisches Schweinderl essen? Mag oder? Ich schon gar nicht. Ich werde nie Obst angreifen aus Spanien. Wenn man weiß, wie dort produziert wird. Ja? Du kannst dort eine Exkursion machen in Spanien. Da kommst du in ein Glashaus, das extra für die Besuchszwecke eingerichtet ist. Produziert wird ja ganz anders. Ja? Ich habe ja noch eine politische Funktion nebenbei, die mir ermöglicht, da einen Blick auf die andere Seite zu bekommen. Ja, ich darf den österreichischen Vizepräsidenten und den steirischen Präsidenten in der Landarbeiterkammer machen. Mhm. Vertritt in der Steiermark aktuell so um die 15.000 Bedienstete, die in der Land- und Forstwirtschaft tätig sind.
Und natürlich haben wir da einen Einblick, wie im Ausland auch produziert wird. Ja? Weil die Dienstnehmer das natürlich mitbekommen. Ja? Ja. Das ist dann der eigentliche Zugang. Und ich sage mal, da bewundere ich jeden Konsumenten, insbesondere jene, die Kinder haben, sage ich mal, wie die in den Regalen zugreifen, ohne zu wissen, was da überhaupt in den Korb rein dann. Ja? Also das wäre aus meiner Sicht schon einmal die wesentliche Aufgabe, zum einen einmal wirklich hinzuschauen, wie da produziert wird, im Umgang umwelttechnisch jetzt mit Spritzmitteln und so weiter. Dann hätte man viele Absatzprobleme am steirischen und am österreichischen Markt mit Sicherheit nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ja. Aber da erzählt uns ja der Lebensmittelhandel ja sehr gern, dass das ja alles, da gibt es ja Audits in Spanien und Audits in Italien, das wird ja alles super kontrolliert. Ja, genau. Ja. Ist das ein Schmäh? Das kann ich nicht beweisen, aber ich habe null Vertrauen, aus meiner persönlichen Sicht heraus. Du hast das gesehen, wie Gemüse produziert wird in Spanien? Ich habe es gesehen und ich habe es gehört und auch dokumentiert bekommen und aus dem Grund greife ich sowas mit Sicherheit nicht an, ja. Nicht einmal im Ansatz. Wow, eine gewaltige Aussage, ja. Und das aus deinem Mund. Also, ja, es wird uns alles, und das sollte ja ein bisschen wachrütteln. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du offen bist und dass man das auch so sagst. Auch dieses Thema Fleisch, wie weißt du jetzt Russland angesprochen hast. Spannenderweise vorgestern bei einem Vortrag hat mir dann auch einer gesagt, ich habe ihn nicht kennt, weil ich halt gesagt habe, aus Tschechien und Polen die Viecher und dass das einfach nicht sein muss, dass ich einen Stier tausende Kilometer transportieren. Hat er gesagt, du musst jetzt in Zukunft ein bisschen aufpassen, weil wenn die das mitkriegen, dass du da so wettest, dann wirst du gerade einmal, bald einmal Besuch kriegen von diversen Herren. Habe ich gesagt, aha, spannend. Ja, er sagt, ja, die Fleischindustrie ist da sehr, sehr empfindlich, wenn man da ein bisschen den Finger in die Wunde legt. Ja. Und mich wundert es aber auch nicht, weil da wird natürlich brutal viel Geld gemacht. Und das leider nicht für die Bauern und nicht für die Konsumenten und nicht für die Umwelt, sondern es profitieren da Einzelne davon. Und die wollen sich da natürlich nicht stören lassen in dem System. Und das ist wirklich das. Ich habe in Schladming da einmal, da haben mir die Wirten sagen, der Großhändler hat das nicht. Der Großhändler sagt, der Wirt hat noch nie nachgefragt. Oder es gibt beim Schlachthof nicht. Dann habe ich wirklich eine Sitzung gemacht, dann habe ich die Schlachthöfe her da, den Großhändler und die Wirten. Und du musst es wirklich so brutal konfrontieren miteinander, wo jeder in anderen nicht mehr anlegen kann, weil er es in die Augen schaut. Und dann werden sie auf einmal ehrlich und sagen, naja, stimmt, ja, ich habe halt noch nie angerufen, ich habe noch nie nachgefragt. Und das ist so eine Verlogenheit, was wir da teilweise haben. Und das ist mir quasi alles egal. Ja. Aber wenn ich dann essen gehe, ja, und daheim versuche ich mich auch so bewusst wie möglich zu ernähren, aber dann gehe ich in ein Gasthaus, wurscht wo in Österreich, und mir wird irgendwas aufs Teller knallt, wo ich da sagen muss, wie du jetzt sagst, das will ich meinen Körper gar nicht antun. Aber 5 Millionen Menschen, dann ist es fast jeden Tag an. So ist es. Aber da vielleicht noch einen kleinen Hinweis, weil die Belege sind ja eigentlich da. Wir sind nur in Österreich momentan, sage ich mal, noch nicht am richtigen Weg, was das betrifft. Ich habe da, glaube ich, schon mal erzählt von dem Import von asiatischen Gemüse nach Europa. Nein, haben wir noch nicht. Riesige Mengen, die natürlich da am Markt eingekauft werden. Asiatisches Gemüse? Ja, logisch, aus dem asiatischen Raum. Weiß ich gar nicht, ja. Ja. Okay. Wirst du außerfinden, so wie ich die kenne, ja. Jetzt haben die deutschen Kollegen und auch die Schweizer Kollegen sich einmal das asiatische Gemüse ein bisschen genauer angeschaut. Ja? Weil ja dieses Gemüse auch in den Großküchen, auch in den Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeanstalten und überall landet. Ja? Aber natürlich genauso am Teller der Konsumenten, auch unserer Kinder. Ja. Und dann hat man festgestellt, dass 50% aller Proben mit multiresistenten Keimen behaftet sind. Ja? Das heißt, wir importieren ein Gemüse, das multiresistente Keime beinhaltet. Ich kann nicht jedes Gemüse, jeden Salat heiß machen, wie man weiß. Damit sind die Keime natürlich direkt beim Konsumenten, auch direkt beim Patienten. Ja bitte, was machen wir denn da? Ja? Das heißt, in unsere Spitäler kriegen dann... Die fressen so voller Freude Gemüse, weil sie gerade OB gehabt haben. Und dann ist das mit multiresistenten Keimen behaftet. Das genügt ja schon, wenn das in die Küche kommt, weil dann habe ich das natürlich in Verbreitung, logischerweise. Ja? Aber warum man das in Österreich nicht genauer anschaut, das ist wieder genau die Frage, die ich vorher versucht habe anzusprechen. Diese Synergien über alle Fachbereiche hinweg, die ist nicht gegeben. Landwirtschaft mit dem Humanbereich, genau diese Untersuchungen, die Schweiz und Deutschland bereits hinter sich hat, die kehren auch bei uns gemacht, um den Konsumenten zu sensibilisieren. Ja, logisch wird das bei uns auch verkauft. Ja. In Deutschland und in der Schweiz hat man die Ergebnisse. Wie reagieren da die Schweizer dann drauf? Das kann ich nicht sagen, weil da habe ich wirklich die Zeit nicht dazu. Nicht? Aber für mich als Konsument genügt das Ergebnis. Sowas greife ich nicht mehr an. Logischerweise sowas will ich im Regal gar nicht mehr haben. Ja. Aber nachdem der Transport nichts kostet, ist die Produktion in diesen Ländern natürlich enorm billig. Ja.
Und damit landet das automatisch natürlich auch bei uns im Handel. Und das ist beim Fleisch genauso, wie es beim Gemüse und beim Obst ist. Ja. Und unsere Bauern müssen es teilweise einockern, müssen es wegschmeißen oder müssen überhaupt aufhören, weil es nicht am Top nimmt. So ist es. Also wenn du dir die Lage der Selbstvermarktung im Schweinefleischbereich anschaust, dann liegen wir aktuell bei 105-106%, sinkend seit vielen Jahren. Und jetzt kommt die ganze Geschichte mit der Vollspaltendiskussion. Eigenversorgung machst du jetzt. Eigenversorgung, ja. 105-106%. Ja. Also wenn wir uns da nicht wirklich gut aufstellen, jetzt politisch, Standesvertretung, Landwirtschaft und auch der Konsument, dann werden wir das verlieren. Dann stellt sich die Frage gar nicht, habe ich immer die Möglichkeit, nach heimischem Fleisch zu greifen? Weil das automatisch gar nicht mehr möglich sein wird. Momentan haben wir es noch in der Hand. Aber wenn wir da nicht geschlossen vorgehen und entsprechende Konzepte entwickeln, auch fördertechnisch, aber natürlich auch bautechnisch und haltungstechnisch, dann werden wir die Möglichkeit gar nicht mehr haben in Zukunft. Ja? Die nächste Generation schon gar nicht. Mhm. Weil der Bestand wird sich nicht mehr erholen. Also so schnell baust du dann nicht mehr. Ja? Mhm. Boah, in meinem Kopf rattert es jetzt brutal, was ich da alles her von dir, ist echt sehr, sehr ernüchternd und eigentlich wirklich tragisch. Die Frage, was sich bei mir jetzt stellt, ist, wie kann man die Konsumentinnen und die Konsumenten in die Richtung noch mehr sensibilisieren, wie wir das auch vielleicht dann. Vielleicht muss man da noch ein neues Format schaffen, weil ich glaube, die Skandale, die Menschen sind abgebrüht. Es gibt ja diverse NGOs, die mal so einen Skandal nach dem anderen bringen. Die jucken aber jetzt so mehr oder weniger, nähmt mehr außerhalb diverser Blasen. Ja. Wegen denen wird munter Schweinefleisch zum Billigspreis gekauft. Und ich muss wirklich sagen, was mir jetzt einmal brutal weh da hat, ein Kilo Schweinefleisch um 2,79 Euro in Österreich beim Discounter. Mhm. Und dann habe ich mit denen dort geredet und die haben gesagt, du Hannes, ja, es geht um Marktanteile. Wir haben das natürlich brutal gestützt, ja, aber das Tragische ist, es funktioniert. Die haben uns die Tiere eingrenzt. Ja. Mhm. Wir haben gar nicht so viele Mengen ordern können, wie was wir da verkauft haben. Und das ist das, wo ich mir denke, Wahnsinn, geht es immer nur wirklich um den Preis. Ja? Und jetzt wird schon wieder geredet, gestern bei der Veranstaltung, was ich da gesagt habe, da waren jetzt so die Konsumenten, die alles sagen, da, ja, jetzt wird alles so teuer, die Mieten steigen, die Autos werden nächstes Jahr teurer, das Gewand soll teurer werden. Jetzt werden wir dann wirklich beim Essen genauer hinschauen müssen. Und ich sitze echt da und denke, was? Jetzt erklärt es mir gerade, die Mieten nehmen hin, das Auto wird teurer, Büromöbeln werden teurer, Gewand wird teurer. Aber jetzt müssen wir beim Essen sparen anfangen. Also, dass ich nicht auf die Idee komme und sage, ja, dann werde ich halt vielleicht nicht mehr die fünfte Jeans kaufen, sondern nur noch vierte. Vielleicht nicht mehr das neueste iPhone, sondern eins von der Vorgänger. Nein, das kommt gar nicht aus dem Mund. Sondern jetzt werden wir wahrscheinlich beim Essen wieder ein bisschen genauer schauen müssen. Nein, ganz ehrlich, Edi, da frage ich mich echt, was ist los mit den Leuten? Ja. Das sind ja, ich sage ja, Lebensmittel ist eh schon das Wort Mittel zum Leben. Ja? Es kann keiner leben ohne Essen. Und trotzdem anscheinend ist sowas verwurscht. Ja. Das ist eben unser aller Aufgabe, sage ich mal, den Stellenwert der Lebensmittel wieder entsprechend da in das richtige Licht zu rücken und da zu erhöhen. Das ist so nicht gegeben. Und da spielen einfach die Dinge, die ich gerade versucht habe, dir vorher zu erzählen, natürlich da ganz massiv mit hinein. Weil es geht nur, sage ich mal, die Absonderung über die Qualität im heimischen Bereich. Das schaffen unsere Landwirte locker. Ja. Du kannst dich vielleicht noch erinnern an die Verkostung, die wir beim Neuhol gehabt haben. Ja. Ich hätte die dringende Bitte an die Landwirtschaft, dass wir uns vielleicht wirklich auch in einigen Bereichen über neue Produkte, die Forderung geht in Richtung AMA, in Richtung neue Produkte, aber auch andere Genetiken, sage ich mal, unterhalten. Weil mit der Produktqualität geht natürlich das Erfordernis einher, dass ich natürlich den Rohstoff auch brauche dazu. Wenn du das Kotelett noch in Erinnerung hast, das wir da unten gegessen haben, dann wirst du dieses Kotelett in keinem Regal so finden, zumindest nicht in der Menge. Aber jeder Konsument würde sofort nur noch auf dieses Kotelett setzen und das verzehren wollen, weil das einfach eine völlig andere Qualität ist. Und wenn ich ihm dann auch vermitteln kann, wie die Tiere aufgewachsen sind, abseits der Genetik, dann wird sich die Frage gar nicht mehr stellen. Genau, und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, du hast es eh schon zwei, dreimal jetzt so drauf anklingen lassen, bin da leider jetzt nicht eingestiegen, die Genetik, ja, andere Rassen. Wir tun ja alle so in Österreich, als wenn es nur diese eine Rasse gibt, ja, die ist ja so, die hält nicht mehr aus, die hält das auch draußen nicht aus und. Das stimmt ja nicht, ich möchte ja gar nicht wissen, wie viele tausende Rassen das weltweit an Schweinen gibt. Wie es bei den Äpfeln wahrscheinlich über 3000 verschiedene Apfelsorten gibt, so wird es bei den Schweinen, weiß ich nicht, eine Vielzahl geben. Mhm. Aber da will man auch nicht hinschauen. Gell? Die Schweizer anscheinend beschäftigen sich mit dem, oder? Die Schweizer haben sich mit dem beschäftigt, haben, glaube ich, sogar landesweit die Genetik umgestellt.
insbesondere was die Ewer-Linie betrifft, in Richtung Duroc. Und der Duroc hat einfach von der Genetik her, sage ich mal, die Eigenschaft, dass er mehr intramuskuläres Fett macht. Denk jetzt bitte an das Rindfleisch. Wir lieben intramuskuläres Fett im Bereich vom Rindfleisch. Softiger, mehr Geschmack und so weiter. Was hindert uns daran, wenn wir diese Gedanken auch in Richtung Schweinehaltung, sage ich mal, aufbringen? Darum würde ich mir da ein bisschen mehr Innovation auch wünschen im Bereich der Produkte. Ja? Du kriegst teilweise ganz vereinzelt irgendwelche Dinge vorgelegt, die noch niemand oder kaum jemand kennt. Aber ich glaube trotzdem für die große Masse jetzt Konsumenten betreffend geeignet wäre, weil das wirklich ein totaler Genuss ist. Ja? Also wenn du mal ein gutes Schweinekotelett essen möchtest und du hast einmal von dem Duroc was gegessen, dann kaufst du sowas nie mehr im Regal, sage ich mal, von der normalen Qualität her. Ja? Mhm. Aber für den Konsumenten, also als auch für den Produzenten, also für den Bauern, da muss der Preis stimmen. Mhm. Das Gefährliche ist eben diese Preisspirale nach unten, die der Konsument gerne hätte, weil jetzt wieder alles andere teurer wird. Aber wenn das in Richtung Gesundheit geht, ja, also wenn ich jetzt vor einem Regal stehe und ich habe billig und teuer nebeneinander und dann kommt aber auf einmal der gesundheitliche Gedanke, insbesondere vielleicht auch in Richtung Kinder der nächsten Generation, dann fällt die Entscheidung, glaube ich, ein bisschen schwerer, ob ich wirklich das Billige nehme. Mhm. Also das ausländische Fleisch. Und ich glaube, dass Österreich mit seinen kleinen Strukturen da eine Riesenchance hätte, das die Schweizer eben jetzt gemacht haben. Ja. Nur braucht es eben die entsprechenden Begleiterscheinungen, logischerweise. Warum, Edi, kannst mir du das erklären, warum sind wir immer so eigentlich nicht die Vorreiter, sondern ich denke jetzt nur, ich weiß nicht, ich bin als Bauer da so aufgewachsen, mir hat jeder Minister erklärt, wir sind die Besten der Welt, die Besten. Ja, bis dass man dann die Generaldirektoren der Lebensmittelhändler gesagt haben, naja, Herr Reuter, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, das sagt ja jeder Politiker seinen Volk. Ja. Jetzt bin ich draufgekommen, was jetzt unsere Esskultur betrifft, Herkunftskennzeichnung, da sind uns Italien, Frankreich weit, meilenweit voraus. Ja. Esskultur brauchen wir ja nicht einmal so überlegen. Wie ist das passiert, ja? Dass so ein kleines Land wie wir, dass wir da überall hinten nachhinken, dass wir da nicht so wie die Schweizer sind? Ist das, du bist da viel draußen, haben wir eine völlig andere Mentalität? Trauen wir uns nicht? Nein, das glaube ich gar nicht, dass wir eine viel andere Mentalität haben. Der Österreicher ist ja ein Genussmensch, überhaupt keine Frage. Es gibt ja andere Beispiele, denk an den Wein, wo wir es auch geschafft haben. Da haben wir es geschafft, stimmt. Ja, ganz genau. Also da gibt es genügend Beispiele, wo man sich anlehnen könnte. Und ich bin mir absolut sicher, wir würden das auch im Fleischsegment schaffen, wenn wir die Kräfte bündeln würden. Aber das, was in Österreich einfach passiert ist, und da kann man ja eigentlich der Landwirtschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn du so unter Druck stehst und dem internationalen Markt unterlegen bist, ja, und dann allerdings auch noch die zehnfach kleinere Struktur aufweist, bitte. Das hat ja jeder vergessen, die letzten Jahrzehnte. Die Bauern waren ruhig, die waren so halbwegs zufrieden. Ja? Und da, jetzt auf einmal steigt der Druck, weil man eine andere Tierhaltung haben will. Aber hätte diese Art und Weise der Tierhaltung, wie sie jetzt gerade produziert, ja, also Vollspalten, Güllesystem und so weiter, hätte es die nicht gegeben, dann hätten wir die halbe Schweinehaltung jetzt schon immer. Jetzt haben wir die Chance, dass wir da noch einen gewissen Anteil an Betrieben erhalten haben. Da ist ein großer Teil jetzt bereit, da was zu machen. Viele erkennen die Chance, sehr viele junge Bauern, das ist ja höchst positiv, sage ich mal, was da zu beobachten ist, dass die Jungen jetzt da wegfahren. Die ältere Generation ist skeptisch, die sind gebrannte Kinder aufgrund der letzten Jahrzehnte. Aber wenn wir jetzt die jungen Bauern nicht abholen mit neuen Konzepten, wo jetzt die Politik, die Förderschiene, die Vermarktung, der Handel mitfährt, ja dann werden wir, sage ich mal, nicht eine junge Generation haben, sondern eine verlorene. Und da darf sich dann auch jeder selbst an der Nase nehmen von diesen Personen, die immer sagen, wir sind die Besten. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, sage ich mal, ob die dann auch wieder vorn stehen und sagen, ja, wir sind schuld, wir haben den Fehler gemacht. Ja? Also das, was in der Regel schon passiert, und das kriege ich mit, wenn ich auf die Betriebe rausfahre, in vielen Fällen alleingelassen. Ja? Da gibt es ein reges Bemühen von allen Seiten, auch von Seiten der Standesvertretung. Aber wenn der Handel und der Konsument nicht mitspielt, ja, dann mache ich mir die größten Sorgen, ganz ehrlich. Geht es nicht nur um die Bauern, sondern auch um uns, weil es geht ja um die Produkte, die wir zu uns nehmen. Mhm. Ja. Und dann, das was wir alle vergessen, wenn wir halt das in Österreich zerstören, dann sind wir genau dort, was du jetzt angesprochen hast, dann essen wir aus Asien Gemüse oder aus Spanien, wir essen Fleisch. Das wird mir jetzt neu, vielleicht von Russland oder ich weiß gar nicht, mir ist letztens mal erklärt worden, dass wir Rindviecher von Weißrussland importieren.
wo du denkst, geht das überhaupt? Ja, aber anscheinend findet es den Weg irgendwie über Umwegen daher. Also das ist ja, du kriegst das als Konsument nicht mit und wie dort produziert wird, ja, ja. Ich habe die Videos nicht gesehen, aber du schon anscheinend und weißt wahrscheinlich mehr drüber. Das ist ja das Dramatische. Ja. Und das passiert aber dann überall. Wir sind dann diesen Ländern ausgeliefert und ich möchte jetzt nur unseren Nachbarn in Orban ansprechen, in Ungarn. Dem möchtest du mal sagen, wie er seine Schweine produzieren sollte. Ja, der wird uns auslachen. Ja. So ist der es. Wird sagen, wir machen es so. Punkt. Ist ja ein guter Hinweis, Hannes, und danke ja dafür. Nicht? Aber es gibt ja genügend Beispiele von heimischen Landwirten, die sich in den Osten verabschiedet haben. Ich war bei einigen Projekten selbst dabei, bei sehr großen Projekten, ja, sogenannten Gemeinschaftsprojekten, die über Jahre versucht haben, da neue Stallungen und auch neue Stallsysteme zu etablieren. Das ist allein aus ganz banal verwaltungstechnischen Gründen nicht gelungen, also nicht genehmigungsfähig. Die haben das Geld genommen, sind in den Osten, insbesondere Bulgarien, und haben dort Riesenbetriebe errichtet. In Bulgarien? Ja. Österreich? Ungarn natürlich nicht da, weil das liegt natürlich gerade im Bereich der neuligen Grenzen dann auch neu, dass die Landwirte da investieren. Aber das geht bis Bulgarien, ja. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Chance, glaube ich, wenn wirklich der Konsument umdenkt, wenn wir die Menschen so sensibilisieren, dass sie einfach hinschauen, dass sie sagen, mir ist das was wert. Und dann brauchen wir aber im gleichen Ausmaß quasi die österreichische Schweinewirtschaft, die was sagt, und ich bin jetzt auch bereit, auf dir wohl, auf das alles zu setzen. Anders wird es nicht gehen. So ist es. Weil sonst haben wir dieses Henne-Ei-Prinzip, ja, weil dann fordert es der Konsument, wir haben es nicht, umgekehrt der Bauer tut es und der Konsument kauft es nicht. Also es ist ein Drahtseilakt in Wahrheit. Ja, ja. Es wird eben ganz entscheidend sein, sage ich mal, dass man dem Konsumenten, also nicht nur jetzt den jungen Landwirten, die vielleicht investieren wollen, sondern auch dem Konsumenten dann hinführen zu diesen Betrieben. Du kennst ja die aktuelle Situation. Es ist in diesen aktuellen Warmstallungen nicht möglich, aus hygienischen Gründen alleine, dass man den Konsument dort in den Stall lässt. Mhm. Zumindest in größeren Mengen. Also einzelne Personen, so wie du, ihr kennst dort eine. Du musst die Duschen beim Reingehen, beim Rausgehen und desinfizieren und wie auch immer. Ich gehe berechtigterweise davon aus, dass bei diesen neuen Stallsystemen, die wir jetzt da gerade wieder etablieren, dass das wieder was für den Konsumenten ist. Ja? Wo du einfach reingehen kannst. Ich führe den Konsumenten jetzt wieder hin zu den Tieren. Er sieht, wie die Tiere produziert werden. Ja? Und ich habe einfach das dringende Bedürfnis jetzt auch in meiner Funktion, die ich da habe, dass ich nicht nur den Konsumenten, sondern auch die Bevölkerung wieder zur Landwirtschaft führe. Mhm. Weil da ist viel zu viel Negatives passiert in den letzten Jahrzehnten. Ich bin bei diesen Anrainerbeschwerden österreichweit überall mit dabei, was sie da abspielt an Dramen. Im verwandtschaftlichen, im freundschaftlichen Bereich, das ist haarsträubend. Aber die Gesetze geben das her, dass da so agiert wird. Wir haben in einigen Fällen nachgewiesen, dass die Vorwürfe völlig erfunden sind. Die Beispiele gibt es leider auch, logischerweise, wie auch immer, sonst im Humanbereich. Aber ganz wichtig ist für mich in Zukunft, die Landwirtschaft muss wieder fixer und erlaubter Bestandteil sein im Land. Genau, wir müssen wieder dazukehren. Ich glaube, der größte Fehler war, dass wir unsere Schweine, du sagst das jetzt eh, das hat das Haltungssystem vorgegeben, mich hat ja das ja auch total irritiert. Die österreichischen Schweinebauern haben immer erzählt, wie hygienisch und wie das alles runterlaufen muss. Und dann ein Bekannter von mir war in England drüben und sagt, du, da laufen die Schweine heraus, nummer dumm, immer afrikanische Schweinepest sei dahingestellt. So aber du gehst als Konsument einfach hin, kannst in den Stall reingehen, da kommt kein Bauer und sagt, na, um Gottes willen, Hygiene, da sind einfach die Leute neben. Dann habe ich gesagt, ja, wie, was? Das geht in England drüben, ja, das ist völlig normal, da ist die Bevölkerung. Und dann war ich in der Schweiz draußen und in der Schweiz haben sie es ja sogar verordnet, dass die Radlwege zugegangen sind, die Gehöfte, dass am Sonntag, wenn die Mütter mit ihren Kindern spazieren gingen und die Papas, dass man die Tiere, dass man die Hähne sieht, dass man die Schweindeln sieht, dass man, also ein ganz anderer Gedankengang. Und darum bin ich zum Beispiel auch bei den Kühen so der Gegner, wenn es nur noch Laufstall gibt und keine Weidehaltung mehr, weil das Um und Auf ist, dass Menschen Tiere sehen, ja. Dass ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wie schön ist das bei uns da, oder Edi, im Enstall, wenn da im Herbst, wenn alle Weiden voll sind mit Kühen, mit Rindern, mit Kalben, mit Kälberler, da brauche ich nicht mehr viel erklären, weil sie Leute sehen. Ja. So ist es. Erklären muss ich dann, wenn ich es alles verstecke. Jetzt möchte ich da anknüpfen und möchte es an einem Beispiel festmachen und da habe ich die Bitte, dass man das auch verbreitest. Gell? Ja. Okay. Du hast gesagt, oder ich habe vorher gesagt, wir wollen den Konsumenten auch wieder zu den Tieren, also zu den Stallungen bringen. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen erweitern, nicht nur im Hinblick auf die Optik, also mit dem Auge, sondern tatsächlich ein bisschen näher sogar.
Es gibt völlig neue Untersuchungen und ich habe das bei meiner letzten Emissionstagung dann als Vortrag gebracht. Also ich habe die Kollegin eingeladen aus Wien. Es gibt ja das Ergebnis, dass, oder sagen wir so, es hat eigentlich immer schon in der Öffentlichkeit die Aussage gegeben, die Kinder aus der Landwirtschaft sind gesünder wie die im städtischen Bereich. Nur hat man es nie wissenschaftlich festmachen können. Jetzt gibt es die ersten Ergebnisse, warum das so ist. Also es gibt den tatsächlichen Beleg, dass Kinder tatsächlich gesünder sind, mit weniger Allergien behaftet sind als Kinder aus dem städtischen Bereich. Und das resultiert aus den Tieren direkt. Das heißt, im Harn der Tiere gibt es einen Bestandteil, ein Molekül, wie auch immer, sage ich mal, das dann in die Luft emittiert, in ganz kleinen Tröpfchen. Ja. Und wenn der Mensch oder die Kinder Kontakt haben mit so einem Umfeld, dann gibt es eine Reaktion im Körper und die bewirkt, dass die Kinder einfach, sage ich mal, resistenter gegen Allergien sind. Das war das Ergebnis vor 2 Jahren. Wir haben das dann gebracht. Es hat kaum irgendwo eine Reaktion oder Publikation gegeben. Hat mich schon stark verwundert, dass die Landwirtschaft bei derart positiven Ergebnissen da kaum irgendwas bringt dazu. Jetzt gibt es ein zweites Ergebnis und das hat uns selbst erstaunt. Das gleiche Institut, das das erste Ergebnis produziert hat, wir haben dem Institut Proben aus unserem Stall, Schweineforschungsstall, zukommen lassen. Und jetzt gibt es den Nachweis, dass das für die Schweinehaltung genauso gilt wie für die Rinderhaltung. Jetzt haben wir den wissenschaftlichen Nachweis, dass der direkte Kontakt zum Landwirt, zu den Tieren, eine positive gesundheitliche Auswirkung hat. Jetzt müssen wir es natürlich dann auch in der Praxis entsprechend umsetzen. Aus meiner Sicht, und das lässt sich vielleicht auch bildlich im Kopf ein bisschen manifestieren, müsstest du jede Kindergartengruppe jetzt zu den landwirtschaftlichen Betrieben bringen, ja, einmal im Jahr. Und den Landwirt ersuchen, bitte lass die Kinder durch deinen Stall gehen. Oder dürfen sie sich dort einmal eine Stunde aufhalten. Im Wissen, dass das eine positive gesundheitliche Wirkung mit sich bringt. Und das wird ein völlig anderes Bild mit sich bringen. Ich habe die Kinder dann schon draußen auf den Betrieben. Da passiert ja aktuell schon vieles. Aber jetzt habe ich einen gesundheitlichen Aspekt mit dabei, der bei den Eltern natürlich auch ganz was anderes bewirkt. Ja. Eddie, lass mal bitte diese Untersuchungsergebnisse zukommen, weil wir werden das verbreiten, vor allem wenn das wissenschaftlich belegt ist, weil gerade Gesundheitsthemen, da ist ja jeder, weil da werden wir sofort angeschossen, hey, darfst du das überhaupt sagen und. Also bitte darum, und ich muss das sagen, ich kann ja nur selber sagen, ich bin quasi als Baby schon im Stall gewesen, ich bin sowas von gesund, ja. Das ist unvorstellbar. Und ich sehe das bei meinen 3 Töchtern, die haben einfach, die sind pumperlgesund, die haben noch nie in ihrem Leben eine Allergie oder irgendwas. Oder ich denke mir oft, was andere alles erzählen und ich sitze da und denke mir, um Gottes Willen, wenn 9-jährige Kinder schon so Probleme haben. Ja. Und wie du sagst, vielleicht müssen wir uns einfach einmal in den Stall. Das ist eine coole Aussage. Ich würde es wirklich auch so machen. Ja. Also ja. Sogar eine klare Vorgabe in diese Richtung. Ich meine, es ist ja irgendwie auch völlig logisch. Die Tierhaltung ist ein Bestandteil unserer Natur und unserer Umwelt. Aber im städtischen Bereich habe ich es einfach nicht. Ja? Dass unsere Kinder da draußen völlig einen anderen Umgang haben, auch vielleicht noch ein völlig anderes Verständnis haben für die Landwirtschaft, ist ja auch klar. Ja? Aber das würde jetzt eine doppelte positive Synergie mit sich bringen. Also die Kinder jetzt bitte wieder zur Landwirtschaft und damit habe ich den Konsumenten automatisch schon mit im Boot. Ja? Das heißt aber, da braucht man in der Landwirtschaft ein Riesenumdenken. Ich kenne voll viele Bauern, die sagen, ich will nicht, dass wer bei mir am Hof ist, ich brauche das alles nicht, ich will das alles gar nicht. Das heißt, wir müssen uns einfach öffnen, auch die Landwirtschaft und die Konsumentinnen und Konsumenten wieder einladen und sagen, kennt ihr uns, schaut euch das Ganze an. Also eigentlich, wenn ich mal so her, es war so einfach und gleichzeitig sicher ist es als Mammutaufgabe. Ja. Ich glaube, Edi, wir müssen jetzt schon langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben die Zeit, jetzt muss ich mal schauen, schon ganz schön überschritten. Aber mit dir ist unglaublich spannend zum Reden und ich glaube, das wird nicht unser letzter Podcast sein. Ich glaube, wir machen bald wieder mal einen, weil du hast mich jetzt total mitgerissen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich hat das total aufgewühlt, ja, was du jetzt erzählt hast, wie Fleisch da quer durch Europa transportiert wird, wie wirklich in anderen Ländern produziert wird und vor allem auch, wenn dann so da wird, wie wenn es eh alles das Gleiche war. So ist es. Und heute aus deinem wissenschaftlich fundierten Mund, nein, es ist eben nicht das Gleiche. Ja. Und das ist einmal die Aussage, ja, das muss man mal den Menschen sagen, auch in der Gastronomie und auch im Tourismus. Ja. Und dass wir nicht so eiskalt werden und sagen, naja, ich selber esse eh nicht, aber was die Gäste bei mir essen,
so quasi, das würde ich selber eh nie meiner Familie zumuten. Mhm. Ja. Das ist für mich schon fast, ja, ich will da jetzt gar kein Wort verwenden, aber es ist echt brutal. Ja. Mhm. Ich sage ein großes Danke für die Einladung. Gefällt auch uns, dass es diese Kooperationen gibt und ich glaube, dass diese Korrespondenzen auch sehr wichtig sind. Und ich möchte allerdings eine Einladung aussprechen. Du bist viel in Kontakt mit Handel und so weiter, mit Leuten in wichtigen Funktionen. Ich würde mir dringend wünschen, wenn ein paar Leute mal mit mir da draußen unterwegs sein könnten, auf den Betrieben, vielleicht sich auch die Bauern ein bisschen mehr anhören, die wirklich Probleme haben mit den verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, da wäre vieles möglich an Erklärung, sage ich mal, und das Bild würde sich vielleicht ein bisschen ändern. Ich habe viele Studenten oft mit, viele Schüler von uns, und ob da Leute von den Handelskonzernen mit dabei sind, spielt für mich keine Rolle. Aber ich möchte es tatsächlich einmal mit der Wirklichkeit konfrontieren und die Diskussion wäre mir selber mal sehr, sehr wichtig. Ja. Ich glaube, wir brauchen das vielleicht wirklich einmal, dass von jedem Konzern, ob das die Rewe, Billa ist, quasi Hofer, Lidl, dass wir mal sagen, die Einkaufsvorstände, ja. Die Einkaufsgeschäftsführer, die Assistentinnen, dass die müssen wir mal mitnehmen in so Schweineställe, ja, und das einmal einfach einmal herzeigen, einmal durchgelassen. Ja. Ich möchte auch, und das möchte ich jetzt auch sagen da im Podcast, wir werden den Betrieb von der Familie Neuhold, wir werden das unter dem Podcast runter posten. Zum einen, dass sozusagen, ich glaube, die haben auch Videos, dass wir das vielleicht auch drunter geben können, dass man mal sieht, wie schaut das so dir, wo ich stehe, aus. Und zum anderen, bestützt euch dort echt einmal ein Fleisch. Ja. Also mir, der Edi hat mich da hin eingeladen und wir haben da nachbei gut gegessen. Und wenn man, wie du gesagt hast, da einmal so ein Steak gegessen hat, dann denkst du eigentlich, um Gottes Willen, wie habe ich jemals was anderes essen können. Mhm. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Betriebe, schreibt es uns, die werden wir gerne sozusagen weiterleiten. Aber unter diesem Podcast werden wir das drunter posten, damit dass man da wirklich einmal hinschauen kann und sich ein Bild machen kann, auch von dem Stall. Und ja, Edi, danke dir einfach für deine Arbeit. Das ist so unglaublich wertvoll, was du machst. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Großes Danke und tu so weiter und lass dich auch nicht unterkriegen. Keine Sorge. Weil ich glaube, wir haben alle einen Auftrag und es muss einfach auch Leute geben, die was Dinge aufzeigen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig und unglaublich gut, dass wir so eine Forschungseinrichtung in Österreich haben und vor allem, dass es so tolle Persönlichkeiten wie dich dort gibt. Danke, Edi. Und danke bei euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es wird jetzt wahrscheinlich einmal so wie ich da sitzen und sie denken, boah, Alter, was war das jetzt alles an Informationen? Und bleibt aber nicht dabei, lasst euch nicht einfach nur irgendwo vielleicht jetzt in den Sessel fallen oder irgendwas, sondern steht auf, verändert was, schaut genau hin, fordert eine Herkunftskennzeichnung ein, steht auf und lasst euch einfach nicht mehr alles gefallen. Es geht um eng selber, es geht um einen eigenen Körper, um enker Gesundheit und es kann nicht sein, dass dann alle mit 70 mit Tabletten versorgt werden und dann ist das der schöne Lebensabend. Nein, sondern ich wünsche mir, dass jeder Mensch alt wird und dass er sich bewegen kann bis zum letzten Tag. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Und ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast. Pfiat, denk.